Mein Name ist Arne Klaus, ich bin der Fraktionsvorsitzende der Elmshorner SPD-Fraktion. Ich bin im Ausschuss für Kinder, Jugend, Schule und Sport tätig und bin da spezialisiert auf den Sportbereich als sportpolitischer Sprecher. Danke, Elmshorn, denke ich laut beim Nachhausegehen. Angefangen habe ich schon als Jugendlicher und jetzt seit einigen Jahren mache ich deutlich mehr. Es sind so doch schon eher 3 Abende pro Woche plus gegebenenfalls auch nochmal ein Wochenendtermin. Ja, Elmshorn ist meine Heimatstadt und da reicht es mir nicht aus, einfach mal mit irgendwas unzufrieden zu sein oder was zu kritisieren, sondern dann möchte ich auch was dafür tun, dass es besser wird. Ja, ganz am Anfang meines Engagements stand die Entscheidung an, wie geht's mit der KSE weiter. Und ich war mit dabei, wo wir in einer Wochenendsitzung entschieden haben, wir wollen die KSE neu bauen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich sie jetzt sehe. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, natürlich in den Parteien, aber auch in diversen anderen Gremien, Kinder-Jugendbeirat, Seniorenrat oder auch andere Sachen. Und außerdem sind alle Ausschusssitzungen öffentlich. Ihr findet sie auf der Homepage der Stadt Elmshorn. Ich sehe Elmshorn als eigenständige Stadt im Süden von Schleswig-Holstein, die sich nicht nur definiert gegenüber von Hamburg, sondern einfach auch sich ihrer Stärken bewusst ist für alle Menschen hier in der Stadt. Meldet euch bei den Jungs von Wir sind Elmshorn oder schreibt mich einfach direkt hier bei Instagram an.